Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal was ganz Einfaches. Wir machen Streetfood. Jeder kennt sie. Wir machen Chicken Nuggets. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So, und hier sind unsere Zutaten für unsere Chicken Nuggets. Wir haben Hähnchenbrustfilet, 60 Gramm Cornflakes, 2 Esslöffel Sesam, ebenfalls 2 Esslöffel Mehl, ein Ei und gewürzt mit Salz, wird mit Salz und Pfeffer. Als nächstes werden wir unsere Cornflakes zerbröseln. Ich glaube, auch ein bisschen Crunch kann ruhig bleiben. Ja. So, die kommen zurück in die Schüssel. So. Dazu kommen die 2 Esslöffel Sesam. Genau. Das Ganze mischen wir. Und dann geht es gleich weiter. Unser Ei würzen wir nun mit Pfeffer und Salz. Einmal das Pfeffer. So. Ich denke, das langt auch. Und das Ganze wird verquirlt. Genau. So, dann bauen wir uns unsere Panierstraße auf. Moment, ich muss tauschen. Semmelbrösel, Ei und als erstes kommt das Mehl. Hammer. So, soll ich schon mal anfangen? Ja, ne? Ja. Wir geben unser Hähnchenbrustfilet ins Mehl. So. Dann kommt das Ganze in Ei. Und dann, ich hätte vielleicht mal den Löffel rausnehmen sollen, aber egal, entschuldige. Das braucht nichts. Das ist mit der Kamera im Weg. So, und so sollen dann unsere, ich lege mal hierher, Teilchen aussehen. Genau, und mit dem Rest machen wir auch so weiter. In der Zwischenzeit werde ich mal den Grill vorheizen. Machen wir nämlich heute auf dem Grill die Dinger. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind unsere fertigen Chicken Nuggets. Den Grill habe ich jetzt auf 180 Grad eingeregelt. Und ich denke mal, 30 Minuten wird es dauern, ne Anne? Na, 20, 30 Minuten. Gut. Mal ausprobieren. Mal gucken. Ja, also nach einer Viertelstunde werden wir auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ja, und dann melden wir uns wieder. So Freunde, 35 Minuten sind vergangen. Ich sag mal, unsere Chicken Nuggets sind gut. Wir lassen sie jetzt ein bisschen abkühlen. Ja, und dann können wir auch schon essen. Ja Freunde, eine total leckere Sache, einfach gemacht.
35 Minuten auf dem Grill. Könnt ihr natürlich auch im Backofen machen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Bleibt jedem selbst überlassen. Die Panade war einfach super. Ja, was wir nicht gemacht haben, selbstgemachten Dip. Aber ich glaube, das holen wir irgendwann mal nach. Ist eine total leckere Sache für einen Osterbrunch, finden wir. Werden wir wohl auch machen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns natürlich sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Schönen Sonntag euch noch. Bis dann. Kühnes Kochkanal.